Hallo zum Horoskop für den November 2022 für alle 12 Sternzeichen für den dritten Teil. Wir schauen hier auf die Tendenzen für die Sternzeichen Waage, Skorpion und Schütze. Natürlich wieder hier nur auf die Sonne reduziert, aber auch das bringt schon mal eine mögliche Übersicht, wie sich das abspielen kann. Die Waagen. Ihr habt hier eine Betonung in diesem Monat der Finanzen oder des körperlichen Bereichs oder der eigenen Werte. Und zwar bis zum 22. Und zusätzlich auch noch mit Merkur und Venus in diesem Bereich. Also macht man sich hier wirklich viele Gedanken darum und auch hat vielleicht auch viele Informationen, die man da sammelt oder Gespräche. Und mit der Venus kann das natürlich auch ein finanzielles kleines Geschenk anzeigen. Das wäre natürlich auch denkbar. Ja, und auf jeden Fall, oder dass natürlich auch Liebe den Selbstwert stärkt oder Beziehungen, das wäre auch denkbar. Oder dass man hier über Schreiben, irgendwelche schriftlichen Tätigkeiten vielleicht Geld verdient, das kann natürlich auch sein. Also Geschäftstätigkeiten hier erfolgreich ausführt. Ja, und dann die Sonne wechselt dann am 22., wie gesagt, in den Schützen. Und das heißt, für die letzte Woche, etwas über eine Woche dann, ist dann die Sonne hier im Bereich der Kommunikation, der Kurzreisen, der Geschwister, der Nachbarschaft. Also da gibt es dann eine Betonung in diesem Bereich oder des Handels. Ja, und dann haben wir den Mars bei euch. Der ist ja weiter rückläufig und ganz lange hier in den Zeichen Zwillinge, und das ist bei euch hier der Bereich des Auslandes und der Entfernung oder des sozialen Umfeldes. Und dort gibt es vielleicht Ziele, die nicht so leicht umzusetzen sind, oder dort, es kann natürlich auch einfach ideologische Themen beschreiben, für die man sich einsetzt, oder ein Wiederaufnehmen eines Studiums, ein Wiederaufnehmen eines Kurses oder einer Fortbildung, für die man sich interessiert oder die man neu angeht, die man vielleicht länger schon vorhatte und dann doch nochmal jetzt wieder neu anfängt. Und ja, ansonsten kann es natürlich auch einfach die Kollektivsituation anzeigen, dass hier Krieg im Ausland eine Rolle spielt, oder dass man sich hier sehr viel darüber unterhält oder auch über Energiefragen oder über die Situation im Handel. Und das Ganze, also diese Auflösung im Handel, und das Ganze steht ja in Spannung zu Neptun, und Neptun ist bei euch hier im Bereich des Arbeitsplatzes. Also es kann sein, dass hier Unklarheiten im Bereich der Arbeit oder im Bereich der Gesundheit eine Rolle spielen oder im Alltag. Und es kann außerdem, wie gesagt, kann es auch sein, dass hier Aktionen im Zusammenhang mit Arbeit und Fortbildung schwer umzusetzen sind. Oder gerade das Gegenteil, dass man sehr große Visionen beruflich hat und das umsetzen will, das wäre natürlich auch denkbar. Ansonsten kann es auch nochmal sein, dass hier vielleicht ein Bruder oder ein Sohn oder ein Onkel im Ausland hier unterwegs ist, auf Reisen ist, und man hier quasi nicht genau weiß, was oder es da in dem Kontext irgendwelche diffusen Umstände gibt, weil Neptun ja immer so ein bisschen vernebelt. Dann haben wir den Jupiter, der jetzt hier wieder zurückgeht in den Bereich des Arbeitsplatzes. Der ist momentan hier so in der Begegnung. Das heißt, hier kann es sein, dass man hier, das Glück kommt zum Arbeitsplatz zurück vielleicht, also Jupiter kann natürlich auch einfach die Fülle anzeigen, dass man hier sehr viel, also viel Arbeit zu erwarten hat, oder auch, dass eine Fülle an Unklarheiten hier eine Rolle spielt. Das kann natürlich auch sein. Ja, und die andere schwierige große Verbindung ist ja das Quadrat von Saturn und Uranus. Und das zeigt hier Einschränkungen im Leben, oder auch so ein bisschen vielleicht auch so eine Melancholie oder so eine Depression. Also muss nicht ganz so krass sein, aber also der Saturn, der dämpft halt immer so ein bisschen die Lebensfreude hier im fünften Haus, in diesem Bereich. Oder beschreibt einfach auch Blockaden, und die können im Zusammenhang stehen mit Veränderungen bei gemeinsamen Werten, bei Verträgen. Das kann sein, dass hier überraschende Themen in Bezug auf Steuer, in Bezug auf Krankenkassen eine Rolle spielen und man dann hier irgendwie
ja, blockiert ist. Oder es kann natürlich auch die Kinder betreffen, wenn man Kinder hat. Saturn kann hier Verantwortungsthemen beschreiben und das kann im Zusammenhang stehen mit Finanzen. Außerdem wäre es denkbar, dass man hier, wenn man selbstständig ist, hier Blockaden erfährt in der Finanzierung halt auch wieder oder mit irgendwelchen Verträgen da konfrontiert ist, mit denen man nicht gerechnet hat. Außerdem, wenn in der Liebe kann es auch hier Blockaden anzeigen oder halt auch ein Altersunterschied. Das wäre natürlich auch möglich. Und dann gibt es hier vielleicht Aufregung bei den Werten der anderen, weil man hier irgendwie jemanden kennengelernt hat, der vielleicht viel jünger oder viel älter ist. Ja, oder ansonsten, Saturn kann natürlich auch Steinböcke symbolisieren, dass man hier Sport mit Steinböcken unternimmt oder eine Affäre mit einem Steinbock hat oder ansonsten, und das Ganze hier auch irgendwie mit viel Unruhe einhergeht. Ja, und dann haben wir den Mars und Neptun, also was ich vorhin schon sagte, diese unklare Energie, diese Handlungen, die ins Wasser fallen können auch, das ist um den 19. exakt. Und dann hat der Mars am Ende des Monats nochmal eine Verbindung zu Saturn. Und das kann hier anzeigen, dass man hier Reiseziele vielleicht hat, und das Ganze hier in eine Form bringen möchte. Oder vielleicht auch, also es kann zum Beispiel auch Sport anzeigen. Saturn ist ja auch Ausdauer oder Training, also dass man hier viel trainiert. Und im Zusammenhang mit Sportzielen, die hier vielleicht mit dem Ausland zusammenhängen. Also wenn man vielleicht irgendwo an einem Wettbewerb teilnehmen möchte, das wäre zum Beispiel auch denkbar. Ja, und dann haben wir noch genau diese Konstellation von Saturn und Uranus, die hier in Spannung ist, den ganzen Monat eigentlich weiter. Die wird am 5. und 7. von Venus nochmal aktiviert. Dann ist die Venus im Skorpion hier, löst das nochmal aus, also 5., 6. und 7. Und das gibt eine Spannung, die dann hier ja finanzielle Veränderungen anzeigen kann, die mit Verantwortung zusammenhängen. Also Verantwortung im Leben, die mit unerwarteten, also könnte zum Beispiel auch eine unerwartete Erbschaft anzeigen. Also dass hier eine unerwartete Situation finanziell eintritt, die hier für Verantwortung oder für Blockaden sorgt. Dann am ja, 9. und 10. November wird das auch nochmal aktiviert und zwar von Merkur. Und der Merkur bringt dann hier ja, Planung in diesem Bereich. Also Veränderungen in den gemeinsamen Finanzen oder wie gesagt, ein überraschender Sterbefall kann das natürlich auch im Extremfall anzeigen. Das ist natürlich nur eine Variante. Oder ansonsten auch Veränderungen in Bezug auf Krankenkassen, Versicherungen oder mit dem Finanzamt. Das Ganze führt hier zu Planungen oder zu Gesprächen und steht also hier auch in Verbindung mit Verantwortung. Ja, und dann haben wir eine schöne Verbindung am 15. und 16. von Merkur und Venus zu. Die beiden sind ja hier im Skorpion zu Jupiter hier in Ende Fische. Und das bringt hier vielleicht angenehme Kontakte oder auch finanzielle positive Gespräche. Ja, und dann haben wir natürlich wie jeden Monat auch noch eine Mondfinsternis, also beziehungsweise einen Vollmond und einen Neumond. Und der Vollmond in diesem Monat geht einher mit einer Mondfinsternis und die findet statt im Stier. Und diese Mondfinsternis bringt ja einen Abschluss, auch in diesem Bereich der Tabuthemen. Also es kann einen Abschluss oder Höhepunkt anzeigen, der im Kontext steht von Verträgen, Erbschaften, Sexualität oder gemeinsamen Werten. Ja, und mit der Mondfinsternis kann das natürlich mit einem Schatten versehen sein. Also dass da irgendeine Thematik ist, die hier irgendwie karmisch bearbeitet werden möchte. Und dann haben wir noch einen Neumond am 23. Der findet statt hier im Bereich der Kommunikation. Und dieser Neumond bringt ja, ein Neuanfang im Bereich, mit den Geschwistern in der Nachbarschaft oder im Handel oder im Straßenverkehr oder in der Fortbewegung oder bei einer Kurzreise, dass man hier quasi eine neue Etappe angeht in Bezug oder durch eine Kurzreise. Ja, also das soweit dazu. Dann wünsche ich auch euch einen schönen Monat. November und alles Gute. Die Skorpione. Ihr habt hier eine Betonung der eigenen Person und die Skorpione, die jetzt Geburtstag haben, denen wünsche ich natürlich alles Gute. Und bis zum 22. geht ja die Sonne noch durch euer Zeichen, durch das Wasserzeichen Skorpion und betont dann auch die eigene Ausstrahlung. Und dann habt ihr die Venus noch dabei und den Merkur. Das heißt, man spricht jetzt viel, man hat eine schöne Ausstrahlung, man
ist vielleicht auch mit sich selbst zufrieden, hat auch so einen Selbstwert hier betont. Vielleicht auch verschönert man sich gerne mit der Venus, also oder ist besonders modisch. Und dann ab dem 22., 23. geht dann die Sonne hier in den Schützen und bringt dann eine Betonung von Finanzen oder von körperlichen Themen. Ja, und dann haben wir als wichtigen Punkt in diesem Monat den Mars rückläufig im Bereich der Finanzen, der gemeinsamen Finanzen, der Verträge, der Abhängigkeiten, des Todes, der Tabuthemen, der Erbschaften oder der Finanzen auch des Partners oder des Körperlichen des Partners. Und hier ist der Mars rückläufig. Das heißt, Ziele in diesem Zusammenhang sind schwerer zu erreichen oder lösen sich vielleicht auch auf. Oder es kann sein, dass hier vergangene Ziele wieder angegangen sind und das Ganze vielleicht auch mit viel Fantasie oder mit einer starken Visionskraft. Ansonsten, also weil der Neptun in Spannung dazu steht, kann das natürlich auch sein, dass man jetzt hier sehr, ja, so die Gefahr von Fehlschlägen kann hier auch möglich sein. Man muss aufpassen vor Diebstahl auch. Ja, Skorpione sind ja auch immer besonders begabte Detektive, aber also wie gesagt, diese Gefahr besteht jetzt aktuell, weil diese Mars-Neptun-Spannung im Kollektiv ist und der Mars ja hier auch bei den gemeinsamen Werten drin ist und das kann natürlich hier dann Ärger verursachen und da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, und ansonsten, dann gibt es noch die Spannung von Saturn zu Uranus, die diesen Monat prägt. Und die bringt hier langfristig ja Unruhe in die Begegnung oder wechselnde Partnerschaften, Beziehungen, häufige Veränderungen in Beziehungen, in beiden Kontakten, ungewöhnliche Personen, die man trifft, vielleicht auch. Und oder Begegnungen mit der Revolution kann das natürlich auch anzeigen, Begegnungen mit sehr viel Unsicherheit in Bezug auf Finanzen. Und diese Spannung zu Saturn beschreibt also hier auch die Verantwortung bezüglich Veränderung von Finanzen in der Beziehung oder beim Partner. Also, dass man sich quasi so ein bisschen kümmert über die finanzielle Situation des anderen. Oder auch, dass man hier quasi zu Hause Verantwortung übernimmt. Und das Ganze steht hier im Konflikt mit dem Bedürfnis, den Partner zu sehen, und dann kann man den halt nur so teilzeitmäßig sehen, vielleicht also nur so ab und zu mal, also zu gewissen möglichen, also so unberechenbare Kontakte aufgrund von Verantwortung, die man zu Hause hat. Oder man hat irgendwelche Arbeiten zu Hause zu erledigen, irgendwelche ja, Blockaden durch die Familie oder ein Wohnen, die das Ganze erschweren und hier die Kontakte zum anderen erschweren. Ja, und dann haben wir diese Verbindung ausgelöst am 5., 6. und 7. durch die Venus, die dann nämlich in Spannung dazu steht. Und das Ganze bringt dann hier ja vielleicht plötzliche Liebe, plötzliche unerwartete Begegnungen auch, die ja aber herausgefordert sind von vielleicht möglich auch aufgrund von Normen in der Familie, also dass bestimmte Konventionen in der Familie nicht passen, also weil man vielleicht hier einen exotischen Partner kennenlernt, der dann irgendwie nicht ins Familienbild passt. Oder das ist einfach so, dass man hier plötzlich jemanden trifft oder jemanden treffen möchte und das Ganze steht hier in der Herausforderung, weil man hier Verantwortung zu Hause hat, weil man vielleicht sich um jemanden zu Hause kümmern muss oder weil vielleicht zu Hause gerade Reparaturarbeiten sind oder weil man zu Hause arbeitet. Also das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Ja, und dann haben wir am 9. und 10. das Ganze hier auch nochmal aktiviert, diese Spannung, aber diesmal nicht von Venus, sondern von Merkur. Und das kann dann überraschende Nachrichten bringen, auch überraschende Begegnungen, aber auch Gespräche, die für Aufregung sorgen, im Zusammenhang natürlich mit Finanzen auch, weil das ja auf der Finanzebene stattfindet, hier im Zeichen Stier. Aber ansonsten kann es auch einfach sein, dass man hier ja Gespräche führt, die so ein bisschen Trouble bringen und das Ganze hier auch im Kontext von Trennung vielleicht auch. Also überraschende Trennung kann das natürlich auch anzeigen. Oder dass man hier emotional blockiert ist, das wäre auch denkbar. Sondern am 15., 16. gibt es eine schöne Verbindung von Merkur und Venus zu Jupiter. Jupiter ist ja dann nochmal ins Wasserzeichen zurückgekehrt. Das ist natürlich günstig, weil der steht dann günstig, besonders für die letzten Skorpione hier. Und
Am 15. 16. gibt es aber diese schöne Verbindung von Merkur und Venus zu Jupiter. Das heißt, da gibt es dann angenehme, liebevolle Kontakte und oder auch vielleicht ein Glücksspiel hat man dann mal Glück. Also das muss man natürlich immer schauen, individuell. Also das sind ja nur fürs Kollektiv hier Aussagen. Also da muss man sich dann das genaue Geburtsbild anschauen. Ja, und dann haben wir Venus und Merkur, die dann auch am 16. 17. in den Skorpion, in den Schützen wandern. Und das heißt, das gibt dann hier eine Betonung des Finanzbereichs oder vielleicht auch kleine finanzielle Vorteile durch die Venus. Ja, und dann haben wir natürlich wie jeden Monat auch noch einen Neu- und einen Vollmond, und zwar einen Vollmond am 8. November im Zeichen Stier, also bei euch in der, im Begegnungsbereich. Und dieser Vollmond befindet statt mit einer totalen Mondfinsternis. Das heißt, es kann sein, dass man hier konfrontiert wird mit einer Trennung oder dass man hier mit einer Situation konfrontiert wird, wo der Partner oder der Geschäftspartner, kann das natürlich auch sein, aber ansonsten, also die Beziehung, die man hat, die könnte hier vielleicht mit einem Schatten versehen sein, dass da irgendein, ja, irgendeine Thematik eine Rolle spielt oder das Ganze hier verdunkelt in diesem Zeitraum. Das kann natürlich einen längeren Zeitraum beschreiben, weil eine Mondfinsternis natürlich immer so ein halbes Jahr Wirkkraft hat. Also es kann einfach auch natürlich eine Betonung von Beziehungen beschreiben. Ja, also es muss nicht immer nur schlimm sein, eine Finsternis, sondern es kann auch einfach sein, dass man hier vielleicht eine Beziehung hat, die in irgendeiner Form nicht so leicht zu leben ist, vielleicht auch, also das oder so, oder einfach, dass es auch eine starke Betonung gibt in diesem Bereich. Ja, und dann gibt es noch einen Neumond in Schützen, und zwar am 23. Der betont hier oder schreibt ein neues Kapitel in Bezug auf Finanzen oder körperliche Themen oder Werte und bringt dann hier auch viel Hoffnung, weil das ja im Zeichen Schütze stattfindet. Ja, also soweit dazu. Dann wünsche ich auch euch natürlich einen schönen Monat November und alles Gute. Die Schützen, ihr habt hier die Sonne im Bereich des Rückzugs oder der öffentlichen Bühne die ersten Wochen. Oder in der Zwischenwelt, also spirituelle Erfahrung kann das auch anzeigen. Und dann ist auch Merkur und Venus damit drin. Das heißt, wir haben hier eine sehr starke Thematik von dieser Zwischenwelt. Das ist aber auch der Bereich der sozialen Einrichtungen, der Psychiatrien, der Gefängnisse, also Justizvollzugsanstalt oder also all diese Bereiche, wo man quasi aufgrund von irgendeinem Handicap von der normalen Welt abgeschnitten ist. Oder ist es, wie gesagt, natürlich auch kann natürlich auch die öffentliche Bühne sein. Aber auch dort ist man ja so ein bisschen abseits der Norm, weil die meisten stehen ja nicht auf der Bühne, sondern am Rand. Ja, das heißt also mit der Venus und Merkur hier drin, dass es hier auch also viele Gespräche dazu gibt. Also es kann auch sein, dass es hier auch die geistige Welt, dass man quasi so spirituelle Erfahrungen macht. Oder mit der Venus kann es dann auch hier sein, dass man sein Glück findet, indem man sich zurückzieht. Oder Venus kann natürlich auch Kontakte anzeigen, dass man hier Kontakte hat mit jemanden, also mit Geschwistern zum Beispiel auch. Man zieht sich vielleicht mit Geschwistern zurück oder mit der Schwester, mit der Tochter. Und ansonsten kann es auch sein, dass man sich hier ja vielleicht jemanden im Krankenhaus besucht. Wäre ja auch eine mögliche Variante. Ja, und dann haben wir die Sonne hier ab dem 22. in eurem Zeichen. Das heißt, ab dem 22. bis zum Ende des Monats gibt es dann ja die Geburtstage der ersten Schützen. Und dann für die, die einen Geburtstag haben, natürlich alles Gute. Und alle Schützen sind dann, profitieren dann von der Sonne hier. Und das bringt dann hier ja eine Betonung der eigenen Person. Die eigenen Interessen lassen sich besser durchsetzen. Man steht im Scheinwerferlicht. Ja, und dann haben wir den Mars in eurem Gegenzeichen rückläufig. Lange ist er ja hier in diesem Zeichen. Das heißt, wir haben hier viel Stress vielleicht mit dem Partner oder viele Aktionen zusammen. Also vielleicht ist man viel aktiv mit dem Partner oder vielleicht begegnet man vielen Personen, die so ein bisschen impulsiv sind. Vielleicht begegnet man oder hat man viel zu tun mit Widdern. Oder man hat hier auch Ziele mit dem Partner, die aber sich vielleicht erstmal in den nächsten Wochen nicht so leicht erfüllen lassen, weil der Mars rückläufig ist. Außerdem kann es natürlich anzeigen, dass man hier dem Krieg begegnet im Extremfalle oder dieser Thematik von ja, Energieschwierigkeiten im Handel.
dass das quasi eine besondere Rolle spielt. Also das, weil das siebte Haus ist ja nicht nur die Begegnung, sondern das ist auch das, was dir im Leben begegnet. Ja, und der Mars steht in Spannung zu Neptun und diese Spannung beschreibt Fehlschläge und Unklarheiten, aber auch die Gefahr von Diebstahl oder von Täuschung oder Schwächung auch. Es kann natürlich dann auch sein, dass man zum Beispiel einen Partner hat, der dann vielleicht gerade geschwächte Energie hat. Oder man begegnet jemandem, dem gerade etwas geklaut wird. Oder es ist so, dass man hier Ziele mit dem Partner hat und das Ganze steht aber in Unklarheiten aufgrund von den ungeklärten Verhältnissen im privaten Bereich. Also der Neptun hier im privaten Bereich, der beschreibt also hier unklare Situationen zu Hause, im Wohnen, unklare Situationen mit Immobilien, unklare Situationen mit der Familie, Auflösungen in der Heimat, Inflation in der Heimat, Insolvenzen in der Heimat oder im familiären Bereich natürlich, kann das natürlich auch, wenn man jemanden in der Familie hat, der im Handel tätig ist. Ja, und dann geht der Jupiter ja hier auch nochmal rein, zurück. Und der Jupiter, also in diesem Bereich, und der Jupiter bringt hier vielleicht Kontakte aus dem Ausland, die dann nach Hause kommen. Oder halt auch, Jupiter bringt hier auch die Fülle, kann natürlich auch das Glück nach Hause wieder bringen, also dass man viele Erfolge zu Hause hat. Oder sich wohlfühlt zu Hause oder Unterstützung bekommt. Jupiter bringt, ist halt rückläufig und bringt vielleicht nochmal Themen oder Erkenntnisse aus der Vergangenheit zurück. In der Rückläufigkeit kann natürlich ein Planet immer auch schlechtere Seiten zeigen und im Zeichen Fische kann es dann sein, dass hier eine Fülle an Wasser oder eine Fülle an Gas rückläufig ist. Also Fülle an Wasser könnte natürlich, also Wasserknappheit oder extrem viel Wasser. Also, dass man dann mit Überschwemmung zu tun hat. Das kann natürlich auch sein. Im Extremfall natürlich. Das ist ja, wie gesagt, immer nur für das Kollektiv hier beschrieben. Ja, und dann haben wir diese Verbindung, die ich eben genannt hatte, zwischen Sat oder nee, die habe ich noch nicht genannt, genau, die wollte ich auch noch auf die eingehen, und zwar die Spannung zwischen Saturn und Uranus. Die beschreibt hier Blockaden in der Kommunikation, Blockaden im Handel, Einschränkungen auf Kurzreisen. Man ist hier ein bisschen gehemmt in seiner Selbstdarstellung vielleicht, kann dann im Zusammenhang mit der Arbeit Unruhe sorgen. Also das heißt, man stellt auf stur hier in der Kommunikation, weil es hier Veränderungen bei der Arbeit gibt. Das wäre so eine Variante. Oder man übernimmt Verantwortung, weil es hier Veränderungen bei der Arbeit gibt. Oder es gibt Veränderungen in der Gesundheit, die hier auch die Verantwortung übernehmen lassen, vielleicht auch für Nachbarn oder Geschwister. Das kann auch zum Beispiel eine Rolle spielen. Oder man kommuniziert viel über traurige Veränderungen, über Einschränkungen in der Freiheit. Also das kann verschiedene Themen natürlich immer beschreiben. Und diese Spannung wird ausgelöst durch Venus am 5., 6. und 7. und November und bringt dann ja vielleicht unerwartete Kontakte, überraschende finanzielle Veränderungen, die mit Verantwortung einhergehen. Also das wäre so eine Variante davon. Und dann wird der Merkur das Ganze am 9. und 10. auch nochmal aktivieren. Und da spricht man dann hier über Krisen, über unerwartete Veränderungen, die hier im Zusammenhang mit Gesundheit oder im Extremfall natürlich mit Sterbeprozessen zusammenhängen könnten. Und das Ganze hat hier, also kann hier auch für viel Stress sorgen, weil der Saturn da mit beisteht oder so eine Melancholie anzeigen. Ansonsten der Saturn, Uranus im Verkehrsbereich, da muss man auch aufpassen, dass man hier im Verkehr vorsichtig fährt und dass man da keine Unfälle hat. Und dann haben wir Venus und Merkur, beide aber günstig verbunden. Die sind dann hier Ende Skorpion am 15., 16. in Verbindung mit Jupiter, der in den Fischen hier ist. Und diese Verbindung, diese positive Verbindung bringt dann hier ja angenehme Kontakte mit der Familie. Ja, und dann haben wir am 16. und 17. gehen dann Venus und Merkur nacheinander in euer Zeichen. Das ist also hier eine schöne Zeit, wo man viel spricht, wo man viel über seine eigenen Gefühle spricht, über seine eigenen Befindlichkeiten, über eigene Ziele, wo man eine schöne Ausstrahlung hat. Ja, und dann haben wir noch natürlich einen Vollmond und einen Neumond, und zwar den Vollmond im Zeichen Stier. Und dieser Vollmond findet statt oder geht einher mit einer totalen Mondfinsternis.
Und die findet hier auf der Arbeit statt, im Alltag oder im Gesundheitsbereich oder kann natürlich auch die in der familiären Kommunikation angezeigt sein. Also, dass man hier in der Privatkommunikation hier so eine Mondfinsternis hat, das kann natürlich auch sein. Also, aber ansonsten Arbeit und Gesundheit oder Alltag und hier in diesen Bereichen gibt es also einen Abschluss oder einen Höhepunkt und ist natürlich, dabei geht es um Werte oder um Finanzen vielleicht auch, weil es hier Stierzeichen ist und das Ganze durch die Mondfinsternis kann mit einem Schatten versehen sein. Also, dass hier irgendeine karmische Thematik hier eine Rolle spielt. Und dann haben wir noch einen Neumond und dieser Neumond findet statt hier in eurem Zeichen am 23.11. und bringt dann hier einen Neuanfang für die eigene Person. Also das heißt, da startet ihr neu durch und könnt hier mit aller Kraft eigene Ziele durchsetzen und auch eure Kernkompetenz, also dass man so Optimismus und Hoffnung verbreitet und für Gerechtigkeit kämpft. Also das sind ja so Kernkompetenzen vom Schützen. So mutig sich einsetzt für eine bessere Welt, da könnt ihr hier besonders strahlen. Ja, und das sind auch so einige der Kernpunkte, die ich hier ja besprechen wollte. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Monat November und alles Gute. Ja, und wenn du es individuell genauer haben willst, dann kann ich nur jedem ans Herz legen, dass er das natürlich in einer individuellen Beratung hier sich mal erklären lässt. Das ist eine ganz tolle Investition in deine Zukunft und eine sehr wertvolle Geschichte und man kann natürlich nirgends besser investieren als in die eigene Person und das ist natürlich ein unglaublicher Unterschied, als wenn man jetzt nur die Sonne beschreibt. Ja, also das ist natürlich tausendfach genauer und auch individuell anders, weil ja jeder ein ganz, ganz spezielles Geburtsbild hat und außerdem arbeite ich ja dann auch dort mit Asteroiden, mit Fixsternen, mit verschiedenen Punkten, Wirkpunkten auch. Also das ist eine ganz tolle Geschichte und sehr interessant und sehr, sehr wertvoll, kann ich jedem nur dazu raten. Ansonsten den Link darunter findest du hier, also zu meiner Webseite findest du unter dem Video und ansonsten freue ich mich natürlich über Liken, Teilen, Abonnieren und ja, bis bald und tschüss.